Hautnah. Es war Krieg. Das ganze Leben hatte sich für die Familie Trampusch verändert. Der Vater war eingerückt, die Mutter und die Großmutter versorgten den Bauernhof. Die Kinder Franz und Juliane verstanden vieles nicht. Dann kam die Ankündigung. Ein kriegswichtiger Großbetrieb sollte entstehen, in der Römersteinhöhle, in dem kleinen 200 Einwohner zählenden Ort Afflens an der Sulm. Welch eine Ehre! Welch ein Leid! 900 Häftlinge wurden vom KZ Mauthausen hierher verfrachtet. Unter unmenschlichen Bedingungen arbeiteten sie täglich 12 Stunden, um für das System einen unterirdischen Rüstungsbetrieb zu bauen. Die Häftlinge verhungerten, wurden geschlagen oder aus Spaß von der SS ermordet. Hautnah erlebte die Familie Trampusch diese Geschehnisse. Ihr Bauernhaus stand genau neben dem Stolleneingang, mitten im Sperrgebiet. Wie konnte der 10-jährige Franz mit diesen Situationen umgehen? Mit dem Gruppenzwang in der Schule, als es um den Beitritt zur Hitlerjugend ging? Dass Franz geohrfeigt wurde, weil er keine Nazi-Lieder sang? Als gedroht wurde, dass die Mutter erschossen werden würde, wenn sie nicht schweige? Dass Franz zur Abschreckung bei Hinrichtungen zusehen musste oder dass er den ausgehungerten Häftlingen kein Essen bringen durfte. Möchtest du mehr darüber erfahren? Besuche das KZ-Außenlager Afflens an der Sulm und erlebe, wie hautnah die Vergangenheit ist. Wenn du Interesse an einer Begleitung hast, melde dich unter www.mauthausen-guides.at an.